am Fernsehgerät mitmachen und dann 013-78-66-67 plus die Endziffern können Sie natürlich auch den nächsten Interpreten jetzt gleich wählen. Er schoss gleich von 0 auf Platz 1 mit einem alten Hit. Dieser Hit, den hat er in den 80er Jahren zum deutschen Hit gebracht, die deutsche Version. Heute ist er hier und ist gleich von 0 auf 1 hochgegangen. Hier ist der Günther Delz mit Manos Arriba, Ole! Eine kleine Stadt, wo man tolle Fiestas feiern kann. Unter den Kastanien auf dem schönen alten Platz hält man ihr Siesta, aber dann. Dann gibt es ein Spektakel, das erst zu Ende geht, wenn die Sterne hoch im Himmel stehen. Vino, 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 trinkt man viel dabei. Wer dann noch fahren will, dem sagt die Polizei. Manos arriba, manos arriba, Hände hoch und beide Augen zu. Einmal um die Achse drehen und dann wieder gerade stehen. Manos arriba, ole. Dann noch einmal andersrum und dann schreit das Publikum. Manos arriba, ole. Zu Hause, denn der Urlaub ist vorbei. Doch das Lied ist immer noch im Ohr. Und bei jeder Fete, wenn die Stimmung langsam steigt, kommen wir uns wieder spanisch vor. Vino und Sangria, ja, das trinken wir. Keinen Appetit auf Schatz und Bier. Und wie wir dann tanzen, das ist grandios. Ja, da machen alle mit. Da ist was los. Manos arriba, manos arriba, Hände hoch und beide Augen zu. Einmal um die Achse drehen und dann wieder gerade stehen. Manos arriba, ole. Dann noch einmal andersrum und dann schreit das Publikum. Manos arriba, ole. Manos arriba, Hände hoch und beide Augen zu. Einmal um die Achse drehen und dann wieder gerade stehen. Manos arriba, ole. Dann noch einmal andersrum und dann schreit das Publikum. Manos arriba, ole. Manos arriba, manos arriba, Hände hoch und beide Augen zu. Einmal um die Achse drehen und dann wieder gerade stehen. Manos arriba, ole. Dann noch einmal andersrum und dann schreit das Publikum. Manos arriba, ole. Manos arriba, lieber Günther, komm ein bisschen näher. Es haben ja viele angerufen und haben gesagt, Mensch, ein bisschen Ähnlichkeit hat er ja mit Heino, ist richtig, ne? Ja, Heino, mein Produzent sagte, Günther Delz, Hamburgs schnellstens Antwort auf Heino. Und das macht er gut. Ein Riesenhit in den 80er Jahren war das Ganze und du hast es auf der deutschen Version richtig nach oben geschafft und heute hast du gesagt, warum eigentlich nicht, ein bisschen was verändert am Musikalischen und das war doch ganz gut. Ne? Und du siehst, Platz 1 ist doch super, ne? Jawohl, ich bin begeistert. Dankeschön. Und Sie können ihn natürlich wieder wählen, den Hahn gebe ich dir. Das Hähnchen hast du gewonnen, den Hitparadenhahn. Herzlichen Glückwunsch, alles Gute, Günther Delz, vielen Dank. Schickens, danke dir, Günther Delz. Wir kommen jetzt zu einem Interpreten, den ich auch von vielen, vielen Veranstaltungen kenne, von vielen, vielen Sendungen. Man ist ja so eine Familie,
genau wie Klaus, und Klaus ist doch heute Abend hier. Er hat seine Frau mitgebracht und die wirklich auch super nett ist und auch heute Abend noch in der Hitparade auftreten wird. Vielleicht wissen Sie schon den Namen und vermuten ihn vielleicht ein bisschen. Er ist der Star der 70er Jahre gewesen. Er hat riesen Hits gehabt. Ralf Siegel hat sie in maßgeschneidert, sozusagen auf den Leib geschrieben. Und hier ist er mit einem riesen Hit, könnte man fast sagen. Du kannst nicht immer 17 sein, war sein riesen Hit. Aber er hat eine neue Version. Und ich darf den Fernsehzuschauern sagen, diese Version werden sie als Hitmix in dieser Sendung natürlich auch noch erleben. Aber vorher kommt sein aktueller Titel. Wieder 17, hier ist der große Chris Roberts. Mal ist
Roberts. Wieder 17. Danke, Chris. Herzlichen Dank. Wir sehen uns später nochmal wieder. Danke dir, Chris Roberts, extra angereist aus Westfalen. Und jetzt kommen wir zum Nordländer, ein richtiger Nordländer. Und der Junge hat was drauf, denn er sagt, alle Männer mit 50, sind sie etwa 50? Das besingt er jetzt. Alle Männer mit 50, Neuvorstellung, können Sie auch wählen. Viel Spaß, Nordländer. Langsam aber sicher kommst du in die Jahre, wo du meinst, dass nichts mehr geht. Schaust du in den Spiegel, siehst du Falten und du denkst, das war's, es ist zu spät. Dann sagst du, alles klar, irgendwann war da mal ab und du fühlst dich so allein. Doch liegt am Gipfel auch schon Schnee, kann im Tal noch Frühling sein. Alle Männer mit 50 stehen noch vor ihrem Mann. Denn erst mit 50 fängt das Leben an. Die grauen Haare, das haben wir längst erkannt. Machen Männer mit 50 erst interessant. Wir gehören noch lange nicht zum alten Eisen, denn jeder von uns steht noch seinen Mann. Und wir brauchen uns auch nichts mehr zu beweisen, denn jeder von uns weiß doch, was er kann. Wir geben jede Menge Zärtlichkeit, sind auch sonst zu allem bereit. Denn man ist so alt, wie man sich fühlt, und darum singen wir dieses Lied. Alle Männer mit 50 stehen noch vor ihrem Mann. Denn erst mit 50 fängt das Leben an. Die grauen Haare, das haben wir längst erkannt. Machen Männer mit 50 erst interessant. Alle Männer mit 50 stehen noch vor ihrem Mann. Denn erst mit 50 fängt das Leben an. Grauen Haare, das haben wir längst erkannt. Machen Männer mit 50 erst interessant. Alle Männer mit 50 stehen noch vor ihrem Mann. Denn erst mit 50 fängt das Leben an. Die grauen Haare, das haben wir längst erkannt. Machen Männer mit 50 erst interessant.